Das Schönste in Tokio ist McDonald's. Das Schönste in Stockholm ist McDonald's. Das Schönste in Florenz ist McDonald's. Peking und Moskau haben noch nichts Schönes. Der ironische Spruch von Andy Warhol ist wahrlich veraltet. Heute ist die Welt überall Mac schön. Die mittlerweile rund 32.000 Filialen des US-Konzerns haben den Planeten Erde überzogen, haben alle kulturellen und kulinarischen Grenzen niedergerissen. 50 Millionen Menschen nehmen dort täglich Nahrung auf und allein die Amerikaner verdrücken 13 Milliarden Hamburger im Jahr. Der größte Gastronom der Erde ist dick im Geschäft und die nächste Kundengeneration ist schon jetzt dem Fastfood-Charme erlegen. Hinter den Friteusen aber scheint es weniger charmant zuzugehen, wie Christian Esser von Mitarbeitern erfuhr. Fröhliche Mitarbeiter, so zeigt sich McDonald's gern. Arbeiten bei McDonald's macht Spaß. McDonald's gehört zu den 30% der deutschen Unternehmen, in denen die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Zufrieden? Eine McDonald's-Filiale am vergangenen Wochenende irgendwo in Deutschland. Die Bilder wurden uns zugespielt. Die Mitarbeiter sind alles andere als zufrieden, klagen über Personalmangel und Dauerdruck. Gestern standen die Gäste bis draußen. Wir hatten schon wieder 4 Leute zu wenig. Wir hatten noch nicht mal Zeit für eine Pause oder was zu trinken. Ich war gestern allein in der Küche, aber 3 Kassen offen. Warum bist du nicht schneller, hat der Chef gefragt. Da habe ich gefragt, warum hast du die Kollegen nach Hause geschickt? Da hat der Chef gesagt, ich muss sparen. Ich musste auf die Toilette, da ruft der Chef, du willst doch nur rauchen. Aber ich habe doch meine Tage, da muss ich halt mal weg. Der Spardruck habe immer schlimmere Folgen, berichten Mitarbeiter. Darunter leider auch die Qualität, mit der McDonald's so gerne wirbt. Alle lockt die berühmteste Speisekarte der Welt, weil hier immer alles frisch und appetitlich ist. Alles frisch und appetitlich? Ehemalige Mitarbeiter sehen das ganz anders. Da war oft auch kaum Zeit zum Saubermachen. Das Kassenpersonal muss ja die Toiletten putzen. Oft waren keine Handschuhe vorrätig. Man spart hier an jeder Ecke. Das Klo wurde dann mit Papiertaschentüchern sauber gemacht. Dann schnell, ohne Händewaschen, zurück an die Theke, um Pommes einzutüten. Je nach Restaurant, nach Volumen vom Umsatz her, ist er natürlich auch vom Manager abhängig und letztendlich auch vom Gebetsleiter, inwieweit, wie fern man da Putzmittel benutzen kann. Da sparen sich so manche auch so richtig dran kaputt, indem da ein Boden nur noch mit heißem Wasser geschrubbt wird. Ich habe es auch erlebt, dass noch nicht mal mehr ein Schrubber eingesetzt wurde, sondern die Mitarbeiter das Restaurant mit einem Straßenbesen geschrubbt haben, wo überhaupt keine Sauberkeit mehr möglich war. Ja, und auch mit heißem Wasser einfach nur noch alles abgespült wurde, ohne Desinfektionsmittel, ohne eine Spülmaschine, einfach nur so mit heißem Wasser. Die schlimmste Sache ist natürlich die Burgerspuckerei. Immer wieder habe ich Mitarbeiter erwischt, die in den Burger gespuckt haben. Das war meistens aus Frust auf McDonald's. Wir fragen nach. Der Personalchef stellt sich. Und auch wenn dies vorgefallen sein sollte, werden wir dem mit aller Schärfe nachgehen, weil die Einhaltung der Sauberkeits- und Hygienevorschriften ist ein absolutes Muss und hat oberste Priorität. Ehemalige Beschäftigte berichten anderes. In manchen Filialen würden vorgeschriebene Schulungen bei Hygiene und Sicherheit umgangen. Hygieneschulungen gab es praktisch nicht. Wir mussten trotzdem unterschreiben, dass wir daran teilgenommen haben. Das Gleiche gilt für Sicherheitsschulungen. Niemand hat mir je gezeigt, wie die Feuerlöschanlage für die Friteusen funktioniert. Und wenn die Friteusen brennen, die löscht man nicht mit einem Eimer Wasser. Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter, das ist auch Sache der Gewerkschaften. Doch die Gründung von Betriebsräten werde verhindert, so hat es auch Nicole Wieseler erfahren. Sie hat 7 Jahre bei McDonald's gearbeitet. Vor ein paar Monaten bat sie um eine Lohnerhöhung, wollte einen Betriebsrat gründen. Es folgte ganz plötzlich die Kündigung. Und habe dann donnerstags abends halt kurz vorm Ende meines Urlaubes um 20.30 Uhr die fristlose Kündigung überreicht bekommen mit einem Hausverbot für alle Oberhausen und Essener Restaurants. Ohne Angaben von Gründen und ich konnte mir auch irgendwo überhaupt keinen Grund richtig erklären. Also ich fand schon krass, dass man das Hausverbot in allen Restaurants ausgehangen hat, zumal da auch meine Privatanschrift noch für jeden zu lesen war und ich da irgendwo wie so ein Mörder da halt behandelt wurde, obwohl ich da überhaupt nichts gemacht habe. Wieseler zog vor das Arbeitsgericht und bekam Recht. McDonald's möchte sich trotzdem nicht zu diesem Fall äußern. Man legt allerdings Wert auf die Feststellung, dass Wieseler nicht wegen ihres gewerkschaftlichen Engagements gekündigt wurde.
Bei McDonald's kommen aber auf zehntausende Mitarbeiter nur wenige Betriebsräte. Nach unseren Recherchen verhindern Sie systematisch Betriebsräte? Nein, das entspricht nicht unserer Unternehmensphilosophie. Aber warum haben Sie nur 17 Betriebsräte? Wie gesagt, die Initiative geht auf die Initiative zur Gründung von Betriebsräten geht auf unsere Mitarbeiter zurück und nicht auf unsere. Was hat McDonald's gegen Gewerkschaften? Wir haben nichts gegen Gewerkschaften. Dagegen behaupten ehemalige Mitarbeiter, dass McDonald's in den vergangenen Jahren immer wieder versucht habe, bereits aktive Betriebsräte aus dem Unternehmen zu entfernen, mit allen Mitteln. Ich war Betriebsrat und sollte herausgekauft werden. Bis zu 50.000 Euro haben sie mir damals geboten. Ich bin aber geblieben. Später hat man dann unsere Filiale geschlossen. So kann man sich natürlich auch des Betriebsrats entledigen. Wir halten uns an geltendes Recht und Gesetz und Betriebsräte rauszukaufen, ist auch nicht unsere Politik. Erklärte Politik und Praxis gehen offenbar zuweilen auseinander. Mitarbeiter berichten von Schikane und Ausbeutung. Silvestra Augustin arbeitet seit 13 Jahren bei McDonald's. Als sie eines Tages einen Kindergeburtstag in ihrer Filiale betreut, bekommt sie plötzlich Brustschmerzen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Brustkorb aufgerissen wird, bei jedem Atemzug. Und das habe ich auch gesagt. Und gebeten, nach Hause gehen zu dürfen, ich dürfte nicht. Meine Vorgesetzte meinte, ich müsste ja wissen, was der Manager davon hält, wenn man krank wird. Und dann habe ich mich selbst später durchgesetzt und bin gegangen. Ausgestempelt bin gegangen, habe mir Taxi angerufen und kam so dann zum Notarzt, von dort dann auf Intensivstation, wo man dann festgestellt hat, ich habe Herzinfarkt. Wir fragen wieder nach. Die McDonald's-Personalleitung will den Restaurantmanager jetzt zur Rede stellen. Das ist absolut nicht die Politik unseres Hauses. Und wenn die Mitarbeiter während der Schicht erkrankt, dann hat er natürlich das Recht, nach Hause zu gehen. Die Masse der McDonald's-Mitarbeiter verdient zwischen 6 und 8 Euro die Stunde. Viele liegen damit nur knapp über dem Hartz-IV-Niveau. Insider sagen, vor allem billig und willig sollten die Mitarbeiter sein. Bei McDonald's ist es Strategie, viele Ausländer einzustellen. Die haben keine großen Ansprüche, können kaum Deutsch. Wenn die sich beschweren, dann ist der Job gleich futsch. Das heißt also für die Ausländer, Maul halten und arbeiten und das für ein Butterbrot. So sollen in Regensburg osteuropäische Mitarbeiter eines McDonald's-Lizenznehmers gezwungen werden, mit dem Arbeitsvertrag einen Mietvertrag für eine McDonald's-Wohnung zu unterschreiben. Die Miete wird gleich vom Lohn abgezogen. An der Eingangstür hängen die Listen der Bewohner. Wir drehen mit versteckter Kamera und geben uns als McDonald's-Mitarbeiter auf Wohnungssuche aus. Wie viele Leute können hier wohnen? 8 Leute. Da unten gibt's ein Studentenhaus, ist besser. Hier ist scheiße alles. Musst du hier wohnen? Ja, steht im Arbeitsvertrag. Ich bin unzufrieden. Ich bin schon seit 18 Monaten hier. Du zahlst 200 Euro Kaution, Miete ist 215 Euro für ein Bett, nicht für ein Zimmer. Geh ins Studentenhaus, da ist mehr Platz. Keine Arbeit ohne Mietzwang? Wieder fragen wir nach. Wir müssen das eben noch recherchieren, da bin ich auch im Verständnis. Aber wenn es so sein sollte und es nicht einer rechtlichen oder eine rechtliche Grundlage für dieses Verhalten fehlt, dann werden wir, wie gesagt, aktiv mit den Franchise-Nehmern ins Gespräch gehen, um diese Vorfälle oder diese Zustände dann eben zu ändern. Schön wär's, denn bislang ist nach Beschwerden wenig passiert im Reich von McDonald's. Offen, fair, verlässlich. An diesen Werten wollen wir uns messen lassen. So wirbt der Schnellverköstiger in Zeitungen für sich. Na dann mal los.